Hallo und herzlich willkommen zu einer, diesmal leider keinen Let's Play-Folge von Alice Madness Returns. Ihr seht schon das Bild und ja, das Bild sagt mehr als 1000 Worte. Es verheißt nichts Gutes und es ist, als wenn das Spiel geahnt hat, dass ich nur noch das Kapitel zu Ende bringen wollte und es dann erstmal auf Eis legen wollte. Es hat sich selber abgeschossen. Ich habe versucht, es irgendwie wieder hinzubiegen, aber leider komme ich immer auf diese selbe Lösung, dass Alice Madness Returns leider nicht mehr funktioniert. Warum auch immer. Ich habe den Computer neu gestartet, ich habe Origin neu gestartet. Mir bleibt eigentlich bloß die Deinstallation, allerdings ist dann wahrscheinlich der Spielstand weg und das bringt uns ja dann auch nicht weiter. Deshalb endet dieses Projekt etwas vorzeitig, sogar noch früher als ich eigentlich dachte. Ich habe gehofft, dass ich dann vielleicht irgendwann später nochmal die anderen Parts vielleicht nachholen könnte mit den Kapiteln. Aber das hat sich dann leider doch verabschiedet und ich wollte euch darüber einfach informieren, damit ihr wisst, woran ihr seid. Es ist schon merkwürdig. Erst muss ich feststellen, dass ich ohne Ton meine Bloody Platin-Sache aufgenommen habe, wo ich dachte, was zur Hölle? Das war echt nicht schön, als ich das festgestellt habe. Und dann wollte ich einfach erstmal dieses komische Vieh besiegen offscreen, damit ich euch nicht 1000 Millionen Stunden damit voll bombardieren muss, wie ich versuche, das Vieh zu besiegen. Ich meine, ich habe keine Ahnung, wie lange das noch gedauert hätte. Ich habe mir schon auf YouTube angeguckt, wie ich unbedingt vorgehen müsste, wie es gehen könnte. Wollte ich, wie gesagt, offscreen machen, aber dann kam die wunderschöne Überraschung des Tages, dass Alice Madness Returns leider nicht mehr funktioniert. Schade. Ich hätte zumindest dieses Kapitel sehr, sehr gerne noch beendet. Und ja, Technik halt. Und früher, also später hätte ich dann eventuell auch gerne vielleicht dann die nächsten Kapitel nachgereicht, wenn dann doch vielleicht das Interesse wieder etwas mehr geworden wäre und man mich darum gebeten hätte. Hätte ich dann wahrscheinlich getan, allerdings hat sich das leider jetzt auch in die Luft aufgelöst. Schade, schade. Und ja, um einen kleinen, sauberen Schnitt trotzdem hinzubekommen, ich werde euch jetzt nicht 1000 Millionen Stunden damit voll labern, was da noch passieren wird. Ich habe mir einfach mal die Wikipedia-Seite rausgesucht von Alice Madness Returns und da werde ich euch noch kurz die Handlung vorlesen. Einfach bloß die Grundvoraussetzung und zwar: Alice Madness Returns spielt rund 11 Jahre nach dem ersten Teil. Nachdem Alice aus dem Irrenhaus Wattledge entlassen wurde, lebt sie nun in einem Waisenhaus in London. Durch die Erinnerungen an den Tod ihrer Eltern immer noch stark traumatisiert, versucht sie mit Hilfe des Psychiaters Dr. Angus Bambi mit ihren seelischen Problemen fertig zu werden. Als Alice nach einer Therapiestunde auf der Straße eine Katze begegnet, folgt sie dieser und stößt dabei auf eine alte Krankenschwester des Irrenhauses namens Woodless. Als diese von Alice Geld erpressen will, bekommt Alice plötzlich heftige Visionen und landet schließlich im Wunderland. Hier trifft sie auf ihren alten Bekannten, die Grinsekatze, die ihr vom Wandel und der Zerstörung des Wunderlands erzählt. In 5 Kapiteln versucht sie nun, die Zerstörung des Wunderlandes aufzuhalten. Für die Übergänge zwischen den Kapiteln blendet das Spiel immer wieder kurzzeitig in Alice reales Leben über. Die dortigen Ergebnisse sind Auslöser für Alice Wunderland-Visionen und legen den thematischen Grundstock für die kommenden Spielabschnitte. Ja, dieses asiatisch angehauchte war, glaube ich, der 3. Spielabschnitt. Es gäbe dann noch einen 4. Spielabschnitt, was dann sozusagen die Welt der Herzkönigin ist. Ist auch sehr interessant. Da gibt es dann zum Beispiel, ja, einige Gestalten, die wie Karten aussehen oder irgendwie Plattformen, die so wie diese Karten, die man beim Skat oder Mau Mau kennt, dann so sieht.
eben halt wie die Garde aussieht von der Herzkönigin. Dann gibt es noch ein fünftes Kapitel, was sehr interessant ist, aber auch zeitgleich ein bisschen verstörend, wo dann so Puppenhäuser sind und wunderschöne, naja, seltsam aussehende Puppen, so richtig aus einem Horrorfilm entspringt. Sehr interessant, aber wie gesagt, ziemlich verstörend. Und ja, am Ende gibt es dann noch sozusagen das Finale, wo Alice gegen den eigentlichen Übeltäter ankämpfen muss. Und ich möchte jetzt eigentlich nicht spoilern, aber ja, jedenfalls eine sehr bekannte Persönlichkeit in Alice' näheren Umfeld, den ich auch gerade beim Vorlesen genannt habe, spielt eine wichtige Rolle, was die Auslöser quasi für diese Erinnerung sind. Und diese Person hat auch etwas mit dem wahren Tod von Alice' Familie zu tun. Und wie gesagt, ich möchte hier nicht spoilern. Wer sich selber spoilern möchte, kann das gerne tun. Aber ich wollte jetzt nicht so viel verraten davon. Und ja, auf jeden Fall ein nettes Spiel, auch wenn es etwas makaber vielleicht losgeht. Das hat mich ja damals ziemlich abgestreckt, bis ich dann entschieden habe, okay, ich spiele es doch mal. Wo ich dann dachte, okay, ist ja doch nicht ganz so verkehrt. Wie gesagt, spätestens beim Tal der Tränen hatte mich das Spiel und bei der Musik. Und ja, wie gesagt, es ist ein bisschen schade, dass das so schief gelaufen ist. Hätte mir gerne einen anderen Ausgang gewünscht für dieses Projekt. Aber, tja. Aber zumindest sei gesagt, ich habe schon etwas im Hinterkopf, was dann kommen wird und Alice ablösen wird. Ihr könnt gespannt sein, wann das online gehen wird. Weiß ich noch nicht. Ich weiß bloß, dass der Upload-Tag dann immer sonntags sein wird. Also wie eigentlich Alice. Ja, das soll es eigentlich gewesen sein. Jetzt habe ich schon wieder länger geredet, als ich eigentlich wollte. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ich kann mich einfach nicht kurz fassen. Ich glaube, der Leinart X kann davon auch ein Lied singen. Und ja, ich danke euch trotzdem, dass ihr reingeschaltet habt und das Projekt verfolgt habt. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch gerne in meine anderen Videos schauen oder vielleicht in das neue Projekt, was dann irgendwann online gehen wird. Ob ich es diesen Sonntag schaffe, weiß ich noch nicht, aber mal sehen. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, beziehungsweise schaut einfach immer mal regelmäßig in meinen Channel rein. Und ja, danke fürs Reinschalten, bis zum nächsten Mal und ciao!